Und vor allem, wo kommen die ganzen Kerzen her? Ich meine, wo die Kerzen herkommen, ist noch nicht mal das Problem, sondern wieso brennen die noch? Und wie lange brennen die da schon? Waren die mal irgendwie 3 Meter groß? Weil theoretisch ist das hier alles schon längst verlassen. Oder haben wir die... Da oben steht jemand. Da ist doch jemand drauf, da oben. Sehe ich das nur? Bilde ich mir das ein? Ist das Slenderman? Da oben steht doch jemand. Oder ist das ein Stein? Ich bilde mir das ja sicher ein, oder? Ich sehe das doch auch. Da oben ist doch irgendjemand. Und der Mond geht langsam unter, das ist nicht gut. Wird er uns angreifen? Ich denke nicht, aber was wird er tun? I returned home with a pocket full of stolen ash. Half of it fell out of my coat and vanished into the car's upholstery. But the rest I carefully stowed away in a box I kept in a drawer by the side of my bed. It was never intended as a meaningful act, but over the years it became a kind of talisman. I'd sit still, quite still for hours, just holding the diminishing powder in my palm and noting its smoothness. In time, we will all be worn down into granules, washed into the sea and dispersed. Okay, er ist nach Hause gekommen mit einer Tasche voll Asche. Ich fürchte von einem Shepherd. Und er fragt sich gerade, oder es ist über die Jahre zu einem Talisman geworden. Da oben steht doch. Ich bin mir nicht sicher. Es ist über die Jahre zu einem Talisman für ihn geworden und er hat es stundenlang in den Händen gehalten, die Asche beobachtet, seine Weichheit, sag ich mal, bewundert und festgestellt oder ist dann zu dem Schluss gekommen, dass wir alle irgendwann nur noch ein Häufchen Asche sind, der dann im Meer landet und dort auf ewig verschwindet. Durch Theatralik auch in diesem Spiel. Mich irritieren hier immer noch diese Kerzen. Und ich weiß nicht, ob wir derjenige sind, der hier eigentlich das... Weil das war ja, glaube ich, auch unser Haus. Und ob wir die ganzen Kerzen gelegt haben. Und ob wir den Weg eigentlich schon kennen. Und eigentlich gar nichts mehr... Und eigentlich quasi nur noch was nachspielen, was schon längst... Er quasi eigentlich schon längst weiß. Hier ist ein Jeep halber. Das sind natürlich jetzt alles nur... Vermutung meinerseits, ob da es jetzt irgendetwas von auch nur ansatzweise stimmen könnte. Sei mal, Paul, by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly ridden boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Okay, diese ganzen, around him. Shown. Heaven shown around him. Heaven, also Himmel. From heaven. Light from heaven. Das Licht des Himmels schien auf ihn. Um ihn herum, nicht auf ihn herab. Kann aber jetzt auch ein Übersetzungsfehler von mir sein. Das ist genau das meint, was ich sagte gerade. Aber was ist damit gemeint? Und sind wir derjenige, der diese ganzen Sachen gemalt hat? Sind wir der letzte Überlebende auf dieser Insel? Und wer ist dann Esther? Oder Esther? Ist es dann unsere Frau? Weil dieser eine, dieser... Irgendwas mit L. Was für eine creepige Musik. Weil der ist ja schon tot. Glaube ich, so wie ich das verstanden habe. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink.
Okay, von hier aus kann er seine Armada sehen. Das heißt, es sind wirklich wir, der diese ganzen Sachen hier gemacht hat. Aha. Und der hat Briefe an Esther geschrieben, vermute ich jetzt mal. 21 Stück an der Zahl, wie er sagte, und hat da kleine Papierboote rausgemacht, weil er die ihr schicken wollte, wenn er wieder auf der, ja, auf dem Festland angekommen ist. Was er aber, wie es aussieht, nie getan hat. Und diesen hat dann aber zugesehen, wie sie alle einer nach dem anderen im Meer versunken sind, diese ganzen 21 Briefe. Und da ist ein Eingang zu einem Bunker? Ach, hier sind diese Papierboote. Und das sind diese ganzen Briefe. Ja, die sind doch noch in tip-top Shape. Das kann aber auch nicht so lange her sein. Also, das Papier wäre normalerweise schon längst vollgesogen und untergegangen. Hier ist irgendein Boot. Ist auch nicht mehr das Beste. Das ist alles so creepy hier. Kann man irgendwo rein? Wir haben ja leider unsere Taschenlampe nicht mehr. Aber hier drin ist bestimmt... Bitte was? Da ist nichts. On a sudden light from heaven... nee. On a sudden, a light from heaven shone around him and he fell to the ground. Und, ah ja. Also plötzlich schien ein Licht vom Himmel auf ihn herab und er fiel zu Boden. Ist das ein Bibelzitat? Ich kenne mich damit nicht so aus. Also, ich weiß ja schon, was in der Bibel drin steht, aber ich kenne jetzt nicht irgendwie. Ich könnte da jetzt nicht groß rumzitieren, um Gottes Willen. So sehr bin ich dann doch nicht bewandert. Ich gehe jetzt mal den WW. Sorry. Sprechen müsste man können. Den Weg nach oben. Weil irgendwie ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie an diesem Mast dort ankommen muss. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Und ich weiß es nicht, wenn es richtig ist. Dann ist es nicht, weil ich gespoilert habe, sondern weil ich irgendwie einfach die Vermutung habe. Weil ich habe wirklich nicht gespoilert. Ich wollte mich von diesem Spiel komplett inspirieren lassen, sage ich mal, ohne irgendeine Vorahnung. The pain in my leg sent me blind for a few minutes as I struggled up the cliff path. I swallowed another handful of painkillers and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the fugue, it's all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Okay, er hat gerade gesagt, der Schmerz in seinen Beinen, als er hier hochkletterte, was wir gerade getan haben. Ich glaube, er erzählt wirklich dann immer, was gerade passiert ist, habe ich das Gefühl. Und deswegen hat er neue Schmerzmittel genommen, wann auch immer er es getan hat. Vielleicht hat er es ja getan und die zeigen es einfach nur nicht, weil es überflüssige Animationen wären. Da steht doch jemand. Das ist voll creepy. Ich will da gar nicht hin. Wer ist es? Ist es Paul? Oder ist das ein Stein? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erkennen. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. Und wir sind irgendwie immer noch krank. Ich weiß aber auch nicht, wie man ihm helfen kann, dem werten Herrn. Ich habe so ein bisschen Schiss. Ob das jetzt irgendwas ist, was uns böse Aua macht. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together.
Okay, hat er nicht gerade gesagt, er ist ein Boot? Warum ist er am Ende plötzlich ein Paper Airplane? Das war jetzt wieder irgendwas sehr Romantisches, von wegen, dass sie sich in das Boot, wenn die Papierdinger sich irgendwie treffen, dann werden sie sich treffen. Ich glaube, er und Esther, wie auch immer das passieren wird, ist mir ein Rätsel. Und wir sind da, wo wir... Hier ist doch diese... Okay. Jetzt bin ich definitiv totally freaked out. Diese Lampen leuchten irgendwie den Weg, aber hier war doch jemand irgendwas. Und jetzt ist es... Das ist nichts. Jetzt ist es weg. Wo ist es jetzt? Jetzt ist es nicht mehr hier. Das... Hä? Das finde ich jetzt nicht geil. Das macht es jetzt nicht besser. And as he was proceeding on his journey. Und wie er seine Reise fortsetzte. Will ich das Ende dieser Geschichte wissen? Da ist nichts. Ich verstehe es nicht. Ihr habt das doch auch gesehen, oder? Vor allem, wie kommt die Farbe da? Da muss man doch echt klettern. Was ist hier? And was come near to... Damaskus. Ist Damaskus dieser Turm? And the... If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis. Retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Okay, er wird die Insel und Donnelly wird die Syphilis. Das ist merkwürdig. And he was 3 days without sight. And neither did he eat nor drink. Okay. Sorry, da hinten war natürlich, als er Damaskus näher kam und weder getrunken noch gegessen hatte und seit 3 Tagen nicht mehr gesehen war. Passierte eine Wegeskerze? Ups. Wo ist die nächste Botschaft? Ist das die große dort oder gibt es noch eine kleine vorher? Das scheint die nächste zu sein. Bergauf. Oh, das ist eine Hütte. The headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Okay, die ganzen Kriechtiere des Meeres sind wieder auf dem Vormarsch, aber keine... Okay, da hinten kann ich nicht hingucken. Aber die Möwen sind nicht da, deswegen gibt es wohl ziemlich viele Krebse und so ein Kram. Auf jeden Fall wird seine Wunde, seine Infektion, die er hat, immer schlimmer. Und er klingt schon so ein bisschen... er klingt nicht mehr so ganz frisch. Das ist echt ein Bunker.
und will, glaube ich, so langsam auch nicht mehr weiter. Will lieber zu seiner Esther. Allerdings würde das, glaube ich, bedeuten, sich das Leben zu nehmen. Wenn nicht das... Zumindest scheint es mir so zu sein. Ist eine Tür? Ist es hier drin? Nichts. Gut, nichts. Hier ist auch... Doch, hier ist diese Botschaft, aber die kann ich nicht entziffern. Aber diese kann ich entziffern. And it came to pass that... As I made my journey... Mehr kann ich nicht lesen. Oh, was ist das? Da steht Danger. Oh, hier ist der Weg offen. Keep out, extreme danger. Oh, oh. Und es... And it... Was ist denn it? It came to pass that... As I made... My journey... And was... Some? Ich kann es nicht mehr lesen. Boah, wie hoch ich hier bin. Ich kann leider den Text nicht mehr lesen. Es tut mir sehr leid, aber ich kann es nicht mehr entziffern. Nun? Irgendwas mit nun, aber da steht auch noch was anderes. Ich kann aber leider wirklich nicht mehr... Ich weiß nicht mehr, was da noch stehen soll. Suddenly the infection heave a great irgendwas mit der Infektion passiert. Great round about me. Was? Es macht keinen Sinn, was da drauf steht. And could not see. Blind with panic. Death with the roar of the cage traffic. Heart stopped on the road to Damascus. Paul sat at the roadside, hunched up like a gull, like a bloody gull. As useless and as doomed as a syphilitic cartographer, a dying goat herd, an infected leg, a kidney stone, blocking the traffic bound for Sanford and Exeter. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. This is not a recorded natural condition. He should not be sat there with his chemicals and his circuit diagrams. He should not be sat there at all. Wer hätte nicht wo sitzen sollen? Irgendwas mit Glory? Das ist mir alles nicht geheuer hier. Das ist mir sowas von unglaublich gar nicht geheuer. Ich... Komm nur nicht weit genug weg. Being led by the hand of them. Geleitet von ihren Händen? Von wessen Händen? Wessen Hände? Die mit mir waren. Wer ist mit wem? Ich verstehe es nicht. Ich will es, glaube ich. Ist der Typ einfach nur mega schizophren oder? Came into. Wer kommt wo rein? I came into. Er kam irgendwo rein. Okay, wir scheinen am Turm angekommen. Die Aussicht ist aber auch super geil. Auch wenn es langsam ein bisschen laut wird. Damaskus. I came into Damaskus. Dieser Turm scheint wirklich Damaskus zu sein. Damaskus ist eigentlich die Hauptstadt von... Von? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Googelt Damaskus. Alle, die jetzt... Assassin's Creed gespielt haben, die ersten Teile. Diese Geräusche machen mir echt Angst. Die dürften Damaskus noch kennen. Leider hat, ich meine, das ist Pakistan.
I am the Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Aha. Er sendet Nachricht an jeden Stern. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Springen wir gerade in den Tod? Warum? Okay, er scheint wirklich der letzte Überlebende auf dieser Insel zu sein. Und die einzige Chance für ihn, die er sieht, ist... Nein. Sieht er nicht. Er hat sich tatsächlich, wie es aussieht, am Schatten hat man es gesehen, hat er sich wirklich in eine Möwe... Hat er sich in eine Möwe verwandelt? Oder hat er einen kleinen Fallschirm auf dem Rücken? Ich denke eher, es hat etwas mit der Rückkehr der Möwen zu tun, wie ich vermuten würde. Und Esther schien seine Frau zu sein, die wohl schon gestorben war. Und jetzt ist er mit ihr vereint, denn er ist jetzt ziemlich... Entweder er ist jetzt eine Möwe oder er ist wiedergeboren als Möwe. Auf jeden Fall kann er von dieser Insel... kommen. Ich interpretiere das jetzt einfach mal, wie ich es gerne hätte. Aber der Schatten da unten auf dem Boden ist recht eindeutig, dass er jetzt eine Möwe sein wird. Oder eine Möwe ist. Seht ihr? Und jetzt fliegen wir raus aufs offene Meer. Weiter als das weiteste Papierboot je gekommen ist. Zu Esther. Come back. Und wir sehen einen schwarzen Bildschirm. Hören aber weiterhin. Ich bewege mal die Maus. Es passiert nichts. Ich höre immer noch das Rauschen der Wellen. Ich bewege mich mal. Es passiert nichts. Ich kann den Zoom benutzen, aber es passiert nichts. Ich weiß nicht, ob das Spiel hängen geblieben ist oder ob das so gewollt ist. Das ist jetzt die große Frage. Soll das jetzt so sein oder nicht? Aber irgendwie scheint nichts mehr zu passieren. Ich drücke einfach mal die Escape-Taste. Spiel fortsetzen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich noch machen kann. Ich sehe ja nichts. Passiert noch irgendwas? Gibt es noch einen? Also wenn das Spiel Wenn das Spiel beendet wäre, hätte ich gedacht, ich wäre irgendwie mal bei sowas wie Credits angekommen oder sowas ähnliches. Aber hier ist ja gar nichts.
Ich weiß aber auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle diese Aufnahme beenden. Ach, und wir haben ein neues Bild. Das ist ja schön. Cool. Ich kann noch mal gucken. Ah. Ich kann jetzt alle vier Kapitel auswählen. Was mir das bringt, weiß ich nicht. Ich werde mich mal... Jetzt haben wir das theoretisch einmal durch. Ich werde mich mal mit diesem Spiel befassen. In anderen... Mir das mal alles ein wenig durchlesen. Das ist, wenn man sich das Spiel... Wenn man das Spiel spielt und gar nicht weiß, worum es geht. Ich bin auf jeden Fall sehr angetan von diesem Spiel. Ich weiß noch nicht genau, was das alles soll. Und muss das, glaube ich, auch erstmal auf mich wirken lassen. Es wird natürlich ein sehr kurzes Let's Play. Es werden, glaube ich, nur ein paar Folgen. Vielleicht mache ich auch Überlänge, sodass es irgendwie nur eine Handvoll werden, wenn überhaupt. Es ist aber sehr interessant. Also es ist mal was ganz anderes. Es sieht natürlich super aus. Ich weiß nur nicht genau, das mit der Story habe ich nicht ganz verstanden, worum es jetzt wirklich ging. Ich glaube zumindest, dass das, was ich da erzählt habe, einigermaßen richtig war. Ich kann es euch allerdings nicht versprechen. Und ja, während ihr das seht, diese Folge, bin ich vermutlich weiterhin im Urlaub. Ich werde aber, da das jetzt kürzer war als gedacht, noch ein paar weitere Sachen voraufnehmen. So, dass ihr auch nicht auf Material von mir verzichten müsst. Und ich sage mal, bis zu einem neuen Spiel in einer neuen Aufnahme an einem neuen Ort in, ja, einer neuen Zeit. Bis dann.